Spiel macht Spaß. Es sind Sommerferien. Diese Woche findet der große Sommerjahrmarkt von Ponty Pandy statt. Auch Norman Price ist natürlich da. Hey, endlich geht es los. Hab schon mein ganzes Taschengeld für den Jahrmarkt gespart. Ich glaube, ich guck mir gleich erstmal die Geisterbahn an. Cooler Hund und die Deko so richtig schön gruselig. Hallo, mein Junge. Willkommen in Burg Frankenstein. Hallo, Herr Dracula? Wie wäre es mit einer kleinen Rundfahrt in meiner Burg? Nein, danke. Ich habe leider noch eine Verabredung, oder so. Später vielleicht. Nee, das ist mir doch etwas zu gruselig hier. Ich geh mal weiter. Hey, da hinten sind doch Sarah und James. Hallo? Guck mal, James. Da hinten, das ist doch Norman. Hallo, Sarah. Hallo, James. Was macht ihr denn hier? Wir wollten gleich eine kleine Runde mit dem Breakdancer fahren. Genau. Komm doch mit. Dann können wir zusammen fahren. Nee, später vielleicht. Ich wollte erstmal mit dem Riesenrad fahren. Da scheint momentan nicht viel los zu sein an der Kasse. Im gleichen Moment erreichen Elvis und Sam den Jahrmarkt. Feuerwehrhauptmann Steel und Penny erwarten die beiden bereits. Oh, Sam, Bridlington, hallo, wir sind hier. Sam, da hinten habe ich schon Penny und Feuerwehrhauptmann Steel gesehen. Hallo Penny, hallo Feuerwehrhauptmann Steel, da sind wir. Hallo, schön, dass ihr so pünktlich seid. Ich denke, wir sollten unseren Ausflug erstmal mit einer ruhigen Runde im Riesenrad beginnen. Neben der gruseligen Geisterbahn Burg Frankenstein erwartet die Besucher auch noch das nagelneue Riesenrad Ponty Eye. Sowie das Breakdancer-Karussell Space Ride. Und natürlich den großen Zirkus Romani mit seiner waghalsigen Akrobaten- und Tiershow. Okay, dann lasst unseren Ausflug mal mit einer Fahrt im Riesenrad beginnen. Elvis, holst du die Karten? Gerne, bin gleich wieder da. Auch Mike Flatt ist auf dem Jahrmarkt und will unbedingt das neue Riesenrad ausprobieren. Hallo Leute, na, wollt ihr auch eine Runde mit dem Riesenrad drehen? Ja, genau. Elvis holt gerade die Karten. Super, dann sehen wir uns ja gleich oben in der Luft. Bis später. Wenige Augenblicke später hat Elvis die Karten für das Riesenrad. So Leute, es kann losgehen. Ihre Fahrkarten bitte. Hier, wir gehören alle zusammen. Sam und Elvis nehmen die erste Gondel des Riesenrads. Dann folgen Penny und Feuerwehrhauptmann Steel. Sie steigen in die nächste freie Gondel ein. Damit ist das Riesenrad fast voll. Hey, wartet!
Ich will auch noch mit. Noch schnell die Fahrkarte kaufen, dann kann ich eventuell noch bei dieser Runde mitfahren. Eine Kinderkarte, bitte. Gerne, das macht 2 Euro. Ich komme. Wartet, nicht losfahren. Ruhig, mein Junge. Wir fahren nicht ohne dich los. Hier, meine Fahrkarte. Danke, du kannst einsteigen. Norman nimmt in einer der letzten freien Gondeln Platz. Nun kann das Riesenrad seine Runde beginnen. Als auf einmal ein lauter Knall ertönt und dicke schwarze Rauchwolken vom Antrieb des Riesenrads aufsteigen. Hey, warum stoppt denn die Fahrt? Nanu, was ist das? Scheint wieder ein Problem mit der Sicherung zu geben. Oh Mann, warum geht's denn hier nicht weiter? Hallo Heinz, scheint wieder mal die Sicherung zu sein. Ich guck mir das gleich mal an. Ja, hier, die Sicherung ist durch. Das sollte schnell behoben sein. Oh, geht immer noch nicht weiter. Vielleicht ist da unten ja irgendwas zu sehen. Nein, Hilfe! Norman hat sich zu weit über die Brüstung der Gondel gebeugt und hängt nun an der Außenseite der Gondel. Hilfe, ich kann mich kaum noch halten. Hilfe! Hey Sam, hörst du auch diese Hilferufe? Hört sich fast an wie Norman Price, oder? Elvis, du hast recht. Da oben, da scheint Norman Price zu sein. Er hängt außen an der Gondel. Hilfe, ich kann mich kaum noch halten. Hilfe! Sam beginnt vorsichtig, die Gondel hinaufzuklettern. Stück für Stück nähert er sich der Gondel von Norman. Norman, halte durch. Ich bin gleich bei dir. Ich versuche dich von hier zurück in die Gondel zu schieben. Gut, dass du da bist, Sam. Mit viel Kraft kann Sam Norman zurück in die Gondel schieben. Geschafft. Norman ist gerettet. So, das wäre geschafft. Jetzt muss ich nur noch wieder in meine Gondel zurückkommen. Hey, danke nochmal für deine Hilfe, Sam. Stück für Stück klettert Sam wieder zurück in seine Gondel. Puh, war ganz schön anstrengend. Aber ist ja noch einmal alles gut gegangen. So, die neue Sicherung ist drin. Mal gucken, ob der Motor wieder läuft. Die Beleuchtung geht schon mal, yeah. Ja, das Riesenrad setzt sich wieder in Bewegung. Boah, war das eine Fahrt. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Hallo, mein Junge. Sorry für die Unterbrechung. Wenn du willst, kannst du gleich nochmal eine Runde gratis fahren. Nee, danke. Ich glaube, ich habe heute erstmal genug vom Riesenrad. Wenige Minuten später haben sich alle vor dem Riesenrad versammelt. Norman, das war ganz schön gefährlich. Ja, ich weiß. Ich bin irgendwie aus Versehen aus der Gondel gefallen. So, meine Herren, und Damen. Nun, es geht weiter in Richtung Zirkus. Ich brauche erstmal eine Pause für heute. Es
Es ist ein schöner Sommertag in Pontypandy. Norman Price macht gerade einen kleinen Spaziergang am Hafen. Er hat mal wieder Langeweile. Boah, mal wieder so langweilig heute. Hey, warte, da steht ja Jupiter. Cool, den muss ich mir gleich mal aus der Nähe angucken. Hier vorne, das muss die Winde sein. Mal dran ziehen. Ist irgendwie fest. Ob ich mich mal im Fahrerhaus umgucken kann? Scheint ja keiner da zu sein. Ach, Tür auf und rein in die gute Stube. Platz da! Hier kommt Feuerwehrmann Norman! Und was ist das hier für ein Hebel? Mal dran ziehen. Oh nein! Was passiert hier? Der Wagen rollt ja los! Norman hat versehentlich die Handbremse gelöst. Jupiter rollt los und kracht durch die Mauer ins Hafen. Jupiter hängt am Rand des Hafenbeckens fest und droht jeden Moment ins Wasser zu stürzen. Oh nein, was ist passiert? Hilfe, Hilfe! Auch Mike Flood befindet sich am Hafen und hört die lauten Rufe von Norman Price. Oh nein, was ist da passiert? Jupiter droht ins Hafenbecken zu stürzen. Hilfe! Hört mich jemand? Hey Norman, bist du das? Keine Sorge, ich hol sofort Hilfe. Ich werde Feuerwehrmann Sam rufen. Hallo, hier ist Mike. Wir brauchen dringend Hilfe, unten am Hafen. Sam, Quidlington, sofort mit Venus ausrücken. Es gibt scheinbar ein Problem am Hafen. Wenige Minuten später treffen Sam und Elvis mit Venus am Hafen ein. Hallo Sam, hallo Elvis. Gut, dass ihr so schnell kommen konntet. Kein Problem, Mike. Wir kümmern uns sofort darum. Wir sollten uns aber beeilen. Jupiter droht jeden Moment, ins Hafenbecken zu stürzen. Wir sollten versuchen, Jupiter mit Venus rauszuziehen. Gute Idee, Elvis. Wir sollten die Winde von Venus benutzen. In Ordnung, Sam. Ich werde das Seil direkt hier am Abschlepphaken von Jupiter befestigen. So, das sollte halten. Achtung, Norman. Wir versuchen, Jupiter jetzt hochzuziehen. Gut festhalten. Mit viel Gefühl versucht Elvis, mit Venus Jupiter nach oben zu ziehen. Jupiter bewegt sich jedoch keinen Zentimeter. So wird das nicht, Sam. Scheinbar hat Venus viel zu wenig Kraft, um Jupiter zu ziehen. Ja, du hast recht. So wird das leider nichts. Wir sollten Phönix rufen. Gute Idee, Sam. Ich hole gleich das Funkgerät aus dem Auto. Hallo Arnold, hier ist Elvis. Wir brauchen dringend die Hilfe von Phönix am Hafen. Wenige Augenblicke später trifft Arnold mit Phönix am Hafen ein. Hallo Arnold, gut, dass du gerade in der Nähe warst.
Oh Mann, hoffentlich ziehen sie hier mich gleich mal raus. Arnold befestigt das schwere Seil am Abschlepphaken von Jupiter. Okay, Arnold, kann losgehen. Vorsichtig gibt Arnold mit Phönix Gas. Ja, es funktioniert. Jupiter bewegt sich, Stück für Stück. Geschafft. Jupiter und Norman sind gerettet. Puh, war das knapp. Wenige Augenblicke später haben sich alle vor Jupiter versammelt. Norman, wie konnte das nur passieren? Was hast du eigentlich im Cockpit von Jupiter zu suchen? Tut mir leid, Sam. Ich wollte mich nur mal kurz umgucken und dann... Das war sehr leichtsinnig von dir. Mike, ich denke, da wartet neue Arbeit auf dich, wenn ich mir die Hafenmauer so ansehe. Oh ja, da wartet wohl noch etwas Arbeit auf mich. Du hast recht, Sam. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Ponty Pandy zu Ende. Falls ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch gerne mal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da. Denn unter allen Abonnenten werden wir ab sofort mehrmals im Monat tolle Preise verlosen.